Koblenz und Trier werden aus der Zeit des Kalten Krieges noch immer bis zu 20 in die Jahre gekommenen Atombomben aufbewahrt. Diese Waffen sind für den Abwurf durch ein Flugzeug gebaut und besitzen die 13-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Mit der Lagerung auf deutschem Boden entspricht die Bundesrepublik der nuklearen Teilhabe, also der Abschreckungstaktik der NATO. Die Atombomben von Büchel gelten als offenes Geheimnis. Offiziell aber will die Bundesregierung deren Existenz nicht bestätigen. Doch wenn im schwarz-roten Koalitionsvertrag von angestrebtem Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen Atomwaffen die Rede ist, erklärt sich das von selbst. Eigentlich galten die Atombomben auf deutschem Boden politisch schon mehrfach als tot. Die Außenminister Joschka Fischer und Guido Westerwelle machten sich in ihren Amtszeiten für einen endgültigen Abzug der NATO-Bomben stark. Ebenso Peter Struck und Kurt Beck. Auch der Bundestag sprach sich 2010 mit großer Mehrheit für dieses Ziel aus. Lange schien es nur eine Frage der Zeit, bis die Bundesregierung von den USA verlangen würde, alle Nuklearwaffen aus Deutschland abzuziehen. Gekommen ist es dazu bis heute nicht. Auf eine entsprechende Anfrage der Zeitung antwortet das federführende Auswärtige Amt. Solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Das wäre durch eine Politik der einseitigen Schritte gefährdet. Wenn die USA also bald, wie geplant, ihre in all die Jahre gekommenen Atombomben gegen die neu entwickelte B-61-12 austauschen sollten, werden die auf deutschem Boden die modernsten Nuklearwaffen der Welt lagern. Nach Schätzung des US-Verteidigungsministers kostet das Modernisierungsprogramm bis zu 10 Milliarden Dollar. 1:1 übernommen aus dem Tagesspiegel.